SPD. CDU. Ja, ich habe mal wieder ein Jahr für Sie ferngesehen und es werden immer mehr Bilder angeboten, denn da oben sind die Satelliten. Das gibt einen Vorteil, und zwar mehr Aktualität, aber ein Nachteil, schlechtere Bildqualität. Ich habe hier zum Beispiel Bilder von Frau Thatcher bei einem Besuch auf den Falklandinseln, wo man ihr Gesicht sowieso schon kaum erkennen kann, aber der Wind macht es noch schlimmer. So, und jetzt ein kleiner Rückblick auf die Ereignisse der vergangenen Wochen. Obwohl es diesmal kein heißer Wahlkampf war, kam doch manche Politiker ins Schwitzen. An dieser Stelle darf ich mal einen bayerischen Wunsch äußern. Ich würde gerne meine Jacke ausziehen. Manche Politiker hatten bis zu 6 Wahlveranstaltungen an einem Tag. Manche wurden heiser. So wie Johannes Rau. Martin Bangemann dagegen benutzte seine Zweitstimme. Aber das machte sehr durstig. Scheinbar nimmt man Witz, hab ich schon weg mit einem Wisch. Ist alles weg. Aber nicht nur in großen Hallen, Fußgängerzonen, Wochenmärkten wurde um jede Stimme gerungen. Dem Wahlkampf konnte keiner entfliehen. Nein! Nein! Ich will keinen Besuch! Ich will keinen Besuch! Schwester! Lass sie nicht rein! Nein! Die einzige Spannung, die zum Schluss in diesem Wahlkampf noch aufkam, war die zwischen Außenminister Genscher und dem Möchtegern-Außenminister Strauß. Warum möchte Strauß den Job? Warum ist er gegen Genscher? Das Außenministerium bedeutet, man kommt in der Welt hier rum. Ja, meine Damen und Herren, Genscher ist immer noch nicht aufgetaucht, aber der Philipp Jenninger taucht immer wohl irgendwo auf. Ja? Nicht, dass Sie glauben, dass er der neue Außenminister wird, nein. Über das neue Kabinett wird derzeit im Bundeskanzleramt verhandelt. Wie Regierungssprecher Ost mitteilte, natürlich in aller Freundschaft und Offenheit. Het is de kürzeste Landebahn der Welt. Ja, und auch die breiteste. Ich bin ja so stolz auf dich. Mein Mann. Aus 1000 Vertretern wird er zum Verkäufer des Jahres. Jetzt bin ich schon gespannt auf deine Ansprache. Hast du den Text gelernt? Habe ich doch alles im Kopf, Liebling. Kann ich mir noch schnell die Hände waschen? Aber beeil dich bitte, ja? Meine Damen und Herren, Sie können sich nicht vorstellen, was es für mich bedeutet, Verkäufer des Jahres geworden zu sein. Oh, und herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Oh!
Du musst mir unbedingt eine neue Hose holen. Gott, dauert es lange. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, Herr Bundeskanzler. Ich freue mich, dass Sie trotz dieser hektischen Wochen doch noch Zeit gefunden haben, uns ein Interview zu geben. Wie das so üblich ist bei uns, haben wir auch jemand aus dem Publikum eingeladen. Heute Abend ist das Frau... Bayer Zepal. So, ja, jetzt die erste Frage. Sie haben die Wahl wieder gewonnen. Was ist für Sie jetzt das Wichtigste? Menschen zu trösten, ist eine, glaube ich, wichtige Sache. Und was war in den vergangenen 4 Jahren Ihre wichtigste Entscheidung? Ich habe wieder eingeführt, dass die Sternsinger im Januar ins Kanzleramt kommen. Herr Bundeskanzler, die Wähler halten Sie ja offensichtlich für den besten Mann für dieses Amt. Sehen Sie das auch so? In der deutschen Politik gibt es eine Reihe, die das sehr viel besser können. Aber jeder Staatsmann braucht doch Berater. Mit wem besprechen Sie die Probleme der großen Politik? Mit der Mutter, mit dem Vater, mit den Geschwistern, mit der Oma, mit dem Opa, mit den Leuten im Haus, mit den Leuten in der Nachbarschaft, in der Straße. Ah ja. Möchten Sie vielleicht... Ich weiß nicht, vielleicht etwas Privates. Ja, Herr Bundeskanzler, Sie haben doch nichts dagegen, wenn wir Ihnen dazu ein paar Fragen stellen. Was halten Sie von Heino und Hannelore? Ich muss sagen, ich bin von beiden immer wieder sehr persönlich angerührt. Und Donald Duck? Der liegt mir noch aus einem anderen Punkt besonders, weil... Der rührt mich besonders an. Die sollen unheimlich stark sein beim Spielen von Mensch ärgere dich nicht. Das ist ja nicht meine Stärke, sondern das ist eine Schwäche der anderen. Kuckuckschwäche. Ihre Schwäche für das Essen ist ja bekannt. Ich habe gehört, dass Sie für das gesamte Kabinett ein Gemeinschaftsfasten angeregt haben. Das ist absurd. Also machen Sie die Diät allein? Auch nicht, überhaupt nicht. Für Ihren Bauch wäre es aber nicht schlecht. Der wächst und wächst. Ich habe immer gesagt, was hier gewachsen ist, ist in Jahren gewachsen und ist jetzt in Jahren abzubauen. Na dann, viel Erfolg. Oh, ich sehe, wir haben nur noch 30 Sekunden. Möchten Sie vielleicht jemanden grüßen? Nein, das ist mir zu kurz. Dankeschön. Guten Abend. Fühlen Sie sich auch manchmal abgespannt und müde? Haben Sie das Gefühl, etwas Wichtiges vergessen zu haben? Dann fehlt Ihnen eines. Sie brauchen Naturlecithin. Selten gab es so viele Fernsehübertragungen von Wahlkampfveranstaltungen wie diesmal. Jetzt habe ich hier einen Mitschnitt einer SPD-Wahlveranstaltung in Ruhstorf, wo CSU-Bürgermeister Lindinger Kanzlerkandidat Johannes Rau begrüßte mit einem wunderbaren Versprechen. Liebe Kollegen, meine Damen und Herren, ich glaube, ich muss ein bisschen besser zurückgehen, damit es besser hört, gell? Große Schatten werfen ihre voraus. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Ja, aber jetzt sitzen Sie hier neben mir. Herzlich willkommen, Herr Bürgermeister. Wie ist die Wahl gelaufen für Sie? Ja, wir sind sehr zufrieden. Wir haben eine hohe Wahlbeteiligung gehabt, nicht ganz so hoch wie früher. Aber für die CSU ist es gut gelaufen, über 60%. Bei der SPD liegt nach wie vor bei 28%. Ja. Wo liegt Ruhstorf genau? Genau, an der österreichisch-bayerischen Grenze, am Ende der Bundesautobahn BA3. Im Bäderdreieck zwischen Füssing und Griesbach. Ich habe Sie nicht nur eingeladen, weil Sie als CSU-Bürgermeister und SPD-Spitzenkandidat da begrüßt haben, aber auch, weil Sie Johannes Rau da ein bisschen Wahlhilfe gegeben haben. Ja, kann ich wohl sagen. Bitte, schauen Sie. Dann prüft man sich ein wenig selber. Ja, Sie haben recht, Herr Bürgermeister. Links bin ich noch nicht stark genug. Welche Themen, welche Schlagworte,
Was sagt man dazu, was setzt man dagegen? Und so haben die natürlich auch... Ja. Wir freuen uns und sind dankbar für die Hilfe. Ja, und ich möchte Ihnen im Namen des ganzen Teams von der Tagesschau dieses goldene Mikrofon überreichen und herzlichen Dank, dass Sie eben bei uns waren. Herzlichen Dank. Herzlich sehr, Bruder. So, die steigende Kriminalitätsrate in Parkhäusern veranlasste deren Betreiber, sämtliche Bereiche mit Hilfe elektronischer Kameras durch einen Bewacher kontrollieren zu lassen. Ich kann mir vorstellen, dass er begeistert war von diesem Film, denn er war nicht der Einzige. Am vergangenen Sonntagabend hatte dieser Film eine riesen Sehbeteiligung. Also, morgen Abend geht's los. Damit du genau Bescheid weißt, was los ist, habe ich ein Modell der Bank nachgebaut. Wir gehen hier hinten rein. Ja, hinten rein. Kommen durch diesen Gang. Durch den Gang? Gehen durch diese Tür. Durch die Tür? Kommen in den Schalterraum. In den Schalterraum. Gegenüber ist der Tresor. Da ist der Tresor. Während ich da das Dynamit befestige, Dynamit, ja, kümmerst du dich hier um die Alarmanlage. Um die Alarmanlage. Alles klar? Alles klar. Eine Frage habe ich noch. Ja. Wie kriegen wir das Dach ab? Psst. 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 Was gibt's? Gleich ist es soweit. Ich habe den letzten Stab so weit angesägt, noch einen Schlag mit dem Hammer und ich kann raus. Nur damit die den Schlag nicht hören, mach irgendwie Lärm. Wie meinst du? Na, hau auf deinem Teller und schrei, als ob du Hunger hast, ja? Oder schrei irgendwas anderes. Ja klar, mach ich doch für dich, Rudi. Okay. Ich schrei einfach irgendwas. Ja, bei drei geht's los. Ja. Eins, zwei, drei. Der Karel will aufbrechen! Bewegung, das ist eine Flugzeugentführung. Nehmen Sie sofort Kurs auf Kairo. Tut mir leid, aber wir fliegen nach Kairo. Oh, Entschuldigung, dann bin ich in der falschen Maschine. Und deshalb werden die amerikanischen Wasserfälle zukünftig von noch größerer Bedeutung sein. Denn in ihnen schlummern ungeheure Energiereserven. Wasser an der Schwanzwurzel warnen. Kann ich eben die Fernbedienung für die Garagentür haben? Bitte. Die südamerikanische Küste am Westen des Atlantik beherbergt viel mehr Korallenarten. Könnten Sie den Schläger bitte so halten, dass meine Lieblingskatze deutlich im Bild ist? Wer das macht, tatsächlich.
Auch in dieser Woche wurden in Bonn weitere Koalitionsgespräche geführt. Arbeitsminister Norbert Blüm nahm nicht daran teil, sondern traf sich heute zum ersten Mal nach der Wahl mit befreundeten Gewerkschaften. So, und jetzt zum Wetter. Ah, da kommt noch eine brandheiße Nachricht. Oh, daran kann man sich wirklich die Finger verbrennen. Familienministerin Rita Süssmuth hat jetzt auch die Fernsehanstalten gebeten, ihre Aufklärungskampagne zum Thema AIDS zu unterstützen. Das ZDF fing schon heute Abend um 19.10 Uhr damit an. Statt Bonner Perspektiven gab es... So, das waren die Nachrichten. Habt ihr euch schon umgezogen? Ja. Ja, okay, dann geht's weiter hier im Restaurant. Oh, ein schönes Restaurant. Ja, sehr nett, Liebling, sehr nett. Gundi, ich wollte mich noch mal bei dir bedanken, dass du die letzten 3 Wochen während meiner Krankheit so... 3 Jahre und ich heiße Beate. Entschuldigung. Guten Abend. Bitte sehr. Guten Abend. Bitte sehr. Dankeschön. Schatz. Ja. Oh, entschuldige, Liebling. Du hast keine Zigarette. Ach, siehst du? Habe ich doch gewusst, dass ich was vergessen habe. Das ist doch... Aber weißt du, der Arzt, der sagt ja, ich mache Fortschritte. Also meine Erinnerungen kommen wieder. Und welcher langsam... Arzt? Naja, der, bei dem ich war, der, jetzt habe ich es vergessen. Naja, ist auch egal. Was darf ich Ihnen bringen? Die Rechnung bitte, Herr Ober. Liebling, wir haben doch noch gar nicht gegessen. Ach so, naja, da wird die Rechnung ein bisschen kleiner, nicht wahr? Umso besser. Der Ober wartet. Ja, ach so, ja, natürlich. Was können Sie denn empfehlen, Herr Ober? Beef Stroganoff zum Beispiel. Beef Stroganoff, Beef. Entschuldigung, was habe ich Sie gerade gefragt? Was können Sie empfehlen? Das weiß ich doch nicht. Arbeite ich hier oder Sie arbeiten doch hier? Liebling, bitte bestelle jetzt. Sind Sie der Kellner? Ja. Na ja, gut, dann nehme ich einen Wiener Schnitzel, einen Salat und einen Weißwein. Ich nehme das Gleiche. Gut, danke, darf ich? Ich bin sofort zurück. Oh, Liebling. Ich möchte, dass du weißt, dass ich dich noch immer liebe. Ach, Schatz, wie geht's eigentlich deinem Verlobten? Du bist mein Verlobter, oh Schatz. So. Ich hoffe, dass es dir eines Tages besser geht. Du wirst dich bestimmt nicht erinnern, aber bevor du diesen Unfall hattest, da hast du mich gefragt, ob wir heiraten wollen. Aber das weißt du wohl nicht mehr, hm? Alles, an was ich mich erinnern kann, ist, dass ich... Rechtsanwalt bin. Du bist Arzt. Aha. Ach, deswegen kein Wunder, dass ich den Fall damals verloren habe. Man sollte ja nicht im Gerichtssaal operieren, nicht wahr? So, bitte sehr. Bitte sehr. Ich wünsche guten Appetit. Einen Moment. Bitte. Wo ist mein Hotdog? Sie haben einen Wiener Schnitzel bestellt, mein Herr. Beim Fußballspiel esse ich nie Wiener Schnitzel. Entschuldigen Sie bitte, ja? Sie sind hier nicht in einem Fußballstadion. Aha. Na ja, gut, dann bringen Sie bitte Coca-Cola und ein paar Chips, bevor der Film losgeht, ja? Herr Ober, bitte. Bringen Sie uns jetzt den Wein. Selbstverständlich. Ja. Das ist doch, hast du sowas schon erlebt? Das ist vielleicht ein Service. Der Wein, Madame? Sagen Sie, wo ist eigentlich der Kellner? Ich bin der Kellner. Ja, ich habe keinen Wein bestellt. Ich fürchte doch. Moment mal, möchten Sie damit sagen, dass ich nicht weiß, was ich bestellt habe? Hören Sie mal, Sie kriegen gleich eine gelangt, ja? Liebling, bitte! Beruhige dich jetzt. Ganz ruhig. Hör auf. Haben Sie gehört? Sie sollen aufhören. Ich höre nicht eher auf, bevor ich Ihnen nicht den Wein serviert habe. Ja. Beate. 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 Blutig. Du hast mich eben Beate genannt. Natürlich, da heißt du doch. Ich werde doch wohl noch wissen, wie meine Verlobte heißt. Du erinnerst dich, dass wir verlobt sind.
Ja, natürlich. Also, hast du zu viel getrunken oder was? Oh, Liebling, dein Gedächtnisschwund ist weg. Mein Gedächtnisschwund? Ja. Was ist denn los mit dir? Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass ich jemals sowas hatte. Gedächtnisschwund. Na, lass mal testen. Also heute ist Freitag, ja? Richtig. Morgen ist also Samstag, ja. Und ja, morgen wollten wir heiraten. Ja. Und wir haben doch alles organisiert. Von was redest du? Pfarrer, Ringe, das Essen. Und nach dem Essen wollten wir auch gleich an die Flitterwochen fahren. Oh, Liebling, ja. Weiß ich doch noch was. Aber da ist noch eine Sache, die ich dir sagen wollte, Liebling. Die, bevor ich diesen Unfall hatte... Oh, Liebling, was war es? Ich bin schwul. Du bist was? Ja, ich meine, schwul, also homosexuell, wie man so sagt. Aber bitte, das bleibt unter uns, ja? Ja, ja. Herr Ober. Ja, bitte? Entschuldigen Sie, haben Sie noch so eine Flasche Wein? Ja, gern, wenn Ihnen diese recht ist. Mein Verlobter hat mir nämlich eben gesagt, dass er schwul ist. Und deshalb möchte ich noch eine Flasche Wein haben. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Er hat Ihnen gesagt, er wäre schwul? Ja. Tja, dann machen wir es doch so. Ja. Das ist aber... Und ich möchte mich herzlich bedanken bei meinen Sketchpartnern Susanne Tschepel und Uwe Ochsenknecht. Hat es Spaß gemacht? Ja. Ja? Spaß gemacht. Na, wir haben auch viel Freude an euch beide gehabt. Splittrig. Voller Splitter. Ja? Apropos Splitter. Wir möchten zum Schluss dieser Show möchten wir auch eine kleine Splitterpartei einen Gefallen tun, und zwar der CBV, der Christlich-Bayerischen Volkspartei. Für die Bild- und Tonqualität sind ausschließlich die Parteien verantwortlich. Die CBV fordert, dass das ewige englische Negergebrülle in Rundfunk und Fernsehen aufhört und wieder gesundes Volkstum gefördert wird. Und auch für uns ist es vorbei, aber nächste Woche sehen wir uns wieder, allerdings dann schon um 20.15 Uhr. Aber ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend so lange für uns aufgeblieben sind. Aber trotzdem, morgen um 9 geht's weiter mit der Arbeit. Ja, Herr Vogel, mit Ausnahme von 2 Millionen Arbeitslosen. Gute Nacht.